Jesus von Nazareth. Die ergreifendste Geschichte der Welt. Ein andermal wurde Jesus gefragt, werden wir denn im Himmel auch für unsere guten Werke belohnt? Ja, sagte Jesus, doch Gott der Vater hat auch das Recht, großzügig zu sein. Und er erzählte die Geschichte vom Gutsherrn. Der Mann hatte ein sehr großes Gut und brauchte viele Arbeiter für seinen Weinberg. So ging er morgens los, um Männer anzuwerben, die ihm helfen sollten. Er versprach ihnen einen Denar als Lohn. Es war ein heißer Tag und die Arbeit war sehr schwer. Da beschloss der Gutsherr, weitere Arbeiter zu suchen. Bis spät am Nachmittag warb er neue Männer an. Als der Tag vorüber war, bekamen die Männer, die als letztes gekommen waren, denselben Lohn wie die Männer, die schon seit dem Morgen arbeiteten. Das gefiel diesen Arbeitern gar nicht und sie beschwerten sich. Der Gutsherr war jedoch nicht ungerecht. Er hielt sich ja an seine Abmachung. Er war lediglich sehr großzügig und barmherzig. So ist es mit dem Reich Gottes. Denn Gott ruft uns fortwährend und aus seiner Güte kann er den gleichen Lohn des ewigen Lebens jenen gewähren, die zuletzt gekommen sind, wie den ersten. Jesus von Nazareth. Sein Leben und seine Botschaft. In den Canisi-Comicbüchern erschienen, von Pater Sev erzählt und von Loy Petitlot gezeichnet. Canisi Edition.